Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum man, obwohl man immer wieder abgefuckt wird, trotzdem dieses Spiel startet? Ich glaube, es sind die Geschichten, die man nur hier erleben kann. Und jetzt viel Spaß im Video. Aber wie beginnt unsere Rust-Story nun? Naja, wie jede gute Rust-Story. Nackt am Strand. Und damit einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Zu einem neuen Streamerini-Solo-Gedönst. We will go in, we will go found out and make some smooth plays. Let's fucking go. Heute noch eine Besonderheit, meine Lieben. Wir spielen Happy's fucking Island. Da habe ich voll Bock drauf. Es ist eine Custom-Karte. Und ja, we will hope for the best. Ich habe Happy's ehrlich gesagt noch nie gespielt. Deswegen bin ich heute ein bisschen hyped, weil ich habe da eigentlich schon Bock drauf. Easy 25 Wood. Easy für ihn. Er hat auch bestimmt 25 Wood. Er hat 300 Stein. Ja, gut, I take it. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, Freunde. Ich kenne mich hier echt nicht aus. Ich kann nicht mal sagen, okay, geh mal hier lang, geh mal hier lang. Das ist besser. Hier ist ein Hafen. Und damit auch ein Hallo von mir. Der Stimme aus dem Hintergrund. Während ich hier als so lost, wie ich bin, versucht habe, irgendwie auf die Insel zu kommen, möchte ich euch in der Zwischenzeit ein paar Infos geben. Zum Ersten struggle ich momentan mit dem Content. Also, es fällt mir ziemlich schwer, lange Vibes, die wirklich für einen Movie reichen, für euch aufzunehmen. Das alleine wäre gar nicht das Problem. Meine Uploads sind mittlerweile von geplanten 2 Wochen auf über einen Monat geraten. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Alle Aufnahmen, die ich unter anderem live im Streamer spiele, Link dazu übrigens unten in der Videobeschreibung, werde ich jetzt als Short-Videos hochladen. Sprich, wir machen kein ganzes Movie draus, aber trotzdem ein kleines Abenteuer. Wie ich das Ganze nenne, werdet ihr dann im Titel sehen. Aber für euch zur Info, das sind kürzere Videos, keine ganzen Movies. Trotzdem werde ich mich bemühen, weitere geile Stories und geile Geschichten aus dem Rust-Universum für euch zu finden und zu erspielen. So, jetzt aber weiter im Video, denn ich habe jetzt den Weg nach oben gefunden. Let's go! Ich glaube, hier haben wir die Saarschüsse gehört, kann das sein? Bogen? For free. Let's go. Wir brauchen noch ein bisschen Wood. Oh, der hat... Ich bin so dead. Stoff, irgendwas. Wir haben 8 HP. Perfekt. Okay, Freunde, wir haben eine SAR, aber leider keine Bullets. Ich sehe da vorne einen Bag. Wir lassen mal kurz noch da vorne das abchecken. Da liegen ein Haufen Tote. Custom? AK! MP5? Full Plate? Freunde, wir dippen. Wir müssen sofort hier weg.
Die hat einen Achter. Hals, Maul. Gut, Freunde. What the fuck war das? Natürlich. Scheiße, hier oben. Ist das hässlich? Okay, Freunde. We did it. Loaded? Ja, loaded oder stuff. Oh, noch einer! Hä? Okay, das war unerwartet. Oder hatten die den Tommy Guy gekillt? Und sind das... Das könnte sein, die haben den Roadsign gekillt, 100 Pro. Nach diesem Verlust ließ ich mich nicht unterkriegen, denn ich hatte immer noch einige Waffen, auf die ich zurückgreifen konnte. Jetzt ging es darum, die Tier 2 zusammenzubekommen. Ich hatte Glück, denn ich fand sie in einer decayten Base. Das war echt lucky. Nun hatte ich mir noch etwas Scrap zusammengesammelt und researchte die Essentials, also Muni, Spritzen und eine Star. Nach diesem Stand machte ich mich auf die Suche nach PvP, denn ich wollte mein Waffenarsenal etwas erweitern. Scheiße. Jetzt kam etwas, was ich den Downfall nenne. Das passiert quasi, wenn man zu viele Fights hintereinander verliert. Man möchte es so erzwingen, und je mehr man es versucht, desto mehr verliert man. Ja, das ist natürlich unlucky, Freunde. Wie viel Glück kann ich denn haben? Hätte ich 5 Sekunden länger hier gewartet, ich schwöre, ich hätte es gehabt. Jetzt reicht's. Digga, jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll. Ich schaffte es, mich bis auf die letzte Waffe leer zu machen. Selbst nachgecraftete SARS verlor ich schneller, als was ich sie nachcraften konnte. Natürlich. Ich dachte schon, ich bin tot. Danke, Spiel. Ey, Freunde. Einfach nee.
Nee, Mann. Ich hab langsam echt die Schnauze voll von dem Game. Ich mag nimmer. Ich schwöre es. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab sowas von die Schnauze voll von dem Game. Du findest nichts anderes wie Kompombo McGee. Das ging so weit, dass mir nur noch DB und Crossy als einzige Alternative übrig blieb. Nun ging ich los. Sollte ich mit diesem Roam nichts nach Hause bringen, wäre der Wipe beendet gewesen. Bin auf Level 48 AP, das ist halt schon das Geld. Und ja, hier sind mir leider die schönen Aufzeichnungen krepiert. Deswegen ist das jetzt der Twitch VOD. Ich entschuldige die Qualität, allerdings die Plays sollten dieselbe Qualität haben. Oh, ich bin nicht mehr. Das war doch... Ich bin zum One-Shot! Nein! Nein! Nachdem das Ganze nur so knapp verloren keiner war, jetzt was geschrieben, ließ nur ich es ich mir natürlich Macker nicht gesagt, nehmen, so da nochmal hinzugehen. Die sind alle tot, oder? Moment. Ich kann meine Pfeile nicht daran verschwenden. Bitte hab Pfeile. Nein, ich hab wieder zwei!
Also ich vermute, die sind Gorn, aber egal. Wieso keine Samen mehr? Ne, wir nicht drüber reden. Einmal war ich wieder richtig motiviert mit der Saarbett los. Hör einen Fight. Lauf hin. Bevor ich überhaupt jemanden sehe, macht's. Ah, da oben hilft es ja, guck. Bevor ich überhaupt jemanden sehe, macht's Klatsch. L9 in die Fresse. Oh, Freunde. Du sollst, würde ich das looten wollen. Ich lauf den jetzt einfach mal hinterher, Freunde. Wetten, ich komme jetzt dann irgendwann oben an und sie sind einfach weg. Ist immer so. Ich läute hinterher. Freunde, der läuft da. Oha, mit Mini macht es bestimmt Spaß. Keine Ahnung, was ich hier gerade eigentlich mache, aber... Ja, die Ecke. Zwei oder einer? Fuck, die haben gewonnen. Bestimmt noch mehr Kids, aber ist mir jetzt auch gerade so egal. Wer hat vorhin gefragt, was heißt eigentlich Snowball? Ich glaube Obelix war das, oder? Es ist Snowball. Und ja, das waren wir. Allerdings nicht lange. Kurze Zeit später kam Evi dazu und wir gingen in einen Raid-Counter. Doch während des Raid-Counters bemerkten wir, dass unsere Bags in der Base verloren waren. Eine große Truppe, mehr wie 6 auf jeden Fall, raidete unsere Base, während wir auf Counter waren. Unlucky. Aber ich erspare euch jetzt diese schlechte Qualität, denn sonst passierte nichts mehr Spannendes. Ich hoffe, diese Art von Video hat euch gefallen. Schreibt sie mal in die Kommentare. Sonst besucht mich gerne auf Twitch.
wenn ich mir wieder den Grind gebe und wieder versuche, etwas zu erspielen. An der Stelle vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die Däumchen und vielen Dank für euren Support. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.